Herzlich willkommen bei der GERB Online Open 2020. In diesem Video dreht sich alles um die Jungpferdeklassen der EWU. Wir starten mit einem theoretischen Teil. Anschließend werden wir euch jeweils zwei Ritte der Jungpferdebasis, des Jungpferdetrails und als letztes zwei Ritte der Jungpferderaining zeigen. Informationen zum Thema Jungpferde. Hier geht es unter anderem um das Ziel der Jungpferdeprüfungen, die zugelassenen Pferde und Reiter, die Ausrüstung der Pferde, Disziplinen und Pattern, die Notenskala, die Ausbildungsskala, die Grundgangarten und die Beurteilung. Alle wichtigen Abläufe für die Jungpferde sind in den Paragraphen 266 bis 273 des EWU-Regelbuchs niedergelegt. Ziel der Jungpferdeprüfungen. Die Jungpferdeprüfungen sind Einstiegsklassen für 4- und 5-jährige Pferde und dienen der schonenden Heranführung an den Turniersport. Es gibt die Klassen Jungpferdebasis, Jungpferdetrail und Jungpferdereining. In allen Klassen wird die exakte Ausführung der Aufgabe, der Grad der Erfüllung der Ausbildungsskala und der Gesamteindruck während der gesamten Vorstellung bewertet. Zugelassene Pferde in den Jungpferdeprüfungen. Für die Teilnahme am Jungpferdeprogramm sind nur 4- und 5-jährige Pferde zugelassen. Für die Teilnahme an der German Open müssen diese in das Jungpferdeprogramm eingezahlt werden und sich entsprechend auf AQ- und B-Turnieren qualifizieren durch 2 Platzierungen. Der Veranstalter hat die Möglichkeit, die Jungpferdeprüfungen getrennt nach Alter auszuschreiben. Hat man nicht genügend Nennungen, mindestens 4 pro Altersklasse, müssen die Prüfungen zusammengelegt werden. Für die Jahre 2021 und 2022 ändert sich das Alter für die zugelassenen Pferde wie folgt. Die in diesem Jahr 4-jährigen Pferde, die nicht am Jungpferdeschampionat der German Open teilnehmen konnten, aufgrund dessen, dass die German Open ausfällt, können im nächsten Jahr 5-jährig und 2022 6-jährig am Jungpferdeprogramm teilnehmen. Die in diesem Jahr 5-jährigen Pferde können im nächsten Jahr das Jungpferdeprogramm 6-jährig noch nutzen. Sofern die 4- und 5-jährigen Pferde in diesem Jahr noch an einem Turnier teilnehmen, hat dieses keinen Einfluss auf die Änderungen ab dem Jahr 2021. Die Änderungen für die Youngsters-Prüfungen werden in einer anderen PowerPoint-Präsentation entsprechend erläutert. Zugelassene Reiter. Für die Teilnahme an Jungpferdeprüfungen sind Reiter der folgenden Leistungsklassen zugelassen: LK1 A und B, LK2 A und B, LK3 A und B. Auch in den Jungpferdeprüfungen erhalten die Reiter für ihre Platzierungen Leistungspunkte. Ausrüstung der Pferde. In den Jungpferdeprüfungen sind Bandagen und Gamaschen erlaubt. Die erlaubte Zäumung während der Prüfung beschränkt sich ausschließlich auf das Snaffle-Bit und die Hackamore. Pattern und deren Bestimmung der Disziplin Jungpferde. Wenn in der Jungpferde-Reining das Eintraben fehlt, wird das erste Manöver mit 0 bewertet. Bei gravierenden Fehlern oder Auslassen von Manövern wird das jeweilige Manöver mit 0 bewertet. Die Gesamtnote 0 wird erteilt, wenn das Pattern nicht mehr erkennbar ist oder eine Gangart komplett ausgelassen wird oder der Reiter aufgibt oder das Pferd die markierte Arena verlässt. Die Auswahl der Pattern erfolgt durch den Richter. Die EWU hat einen Patternpool für Jungpferdeprüfungen. Für die Jungpferdebasis gibt es 7 verschiedene Pattern, für den Trail 6 verschiedene Pattern, für die Reining 3 verschiedene Pattern, die teilweise entsprechend der Altersklasse für diese Pferde ausgesucht wurden. Die Jungpferdeklasse ist eine Einzeldisziplin.
Die Prüfungen Jungpferdebasis, Jungpferdetrail und Jungpferdetraining sind gescorte Wertnotendisziplinen. Es werden Wertnoten zwischen 0 und 10 vergeben. Anhand der Ausbildungsskala des Westernpferdes werden die einzelnen Manöver, Hindernisse bewertet nach Patternausführung, Grundgangarten, Gesamteindruck des Pferdes. Sollten Fehler auftreten, werden diese von der jeweiligen Wertnote abgezogen. Die Ergebnisse ergeben folglich die Rangfolge der Platzierung. Folgende Wertnotenskala wird der Bewertung zugrunde gelegt. Halbe Noten sind möglich. Wertnote von 0 bis 10, wobei 10 für ausgezeichnet steht. Die 9 für sehr gut, die 8 für gut, die 7 für ziemlich gut, die 6 für befriedigend, die 5 für genügend, die 4 für mangelhaft, die 3 für ziemlich schlecht, die 2 für schlecht, die 1 für sehr schlecht und die 0 für nicht ausgeführt. In die Gesamtbeurteilung, Gesamteindruck des Pferdes, fließen Charakter und Wesen des Pferdes sowie dessen Ausstrahlung, Futterstand, Verhalten, Temperament, Gehorsam und Athletik ein. Western Ausbildungsskala. Bewegung. Ein Pferd bewegt sich grundsätzlich in allen Gangarten taktrein, losgelassen, in natürlicher Haltung und gerade gerichtet, mit gutem Schub aus der Hinterhand, im Gleichgewicht ausbalanciert vorwärts. Die Ausbildungsskala enthält Takt, Losgelassenheit, Nachgiebigkeit, Aktivierung der Hinterhand, gerade richten, absolute Durchlässigkeit. Takt bedeutet das räumliche und zeitliche Gleichmaß der Schritte, Tritte und Sprünge in den drei Grundgangarten. Der Takt soll auf geraden und gebogenen Linien erhalten bleiben, ebenso in den Übergängen und Wendungen. Die Merkmale der Losgelassenheit sind zum Beispiel taktreine Gänge, ein entspanntes Maul, ein beweglicher Unterkiefer, Abschnauben, pendelnder Schweif, der locker und entspannt getragen wird, ein schwingender Rücken. Losgelassenheit bedeutet, dass sich die Muskeln des Pferdes unverkrampft und zwanglos an- und abspannen. Das heißt, es soll so viel Muskelspannung wie nötig und so wenig wie möglich entwickelt werden. Unter Nachgiebigkeit versteht man, dass das Pferd die Reiterhilfen willig annimmt und Dehnungsbereitschaft zeigt, um einen positiven Spannungsbogen entwickeln zu können. Aktivierung der Hinterhand bedeutet, dass das Pferd aktiv aus der Hinterhand unter den Schwerpunkt tritt. Es zeigt weichfedernde Elastizität in der Vor- sowie Hinterhand über einen schwingenden Rücken. Gerade Richtung bedeutet, dass das Pferd sowohl auf geraden als auch auf gebogenen Linien mit der Hinterhand in die Spur der Vorhand fußt und dies unter Erhalt von Takt, Losgelassenheit, Nachgiebigkeit und aktiver Hinterhand. Die absolute Durchlässigkeit bedeutet, dass das Pferd dem Reiter seine volle Kraft zur Verfügung stellt. Es zeigt unter Beibehaltung eines positiven Spannungsbogens eine konstante, dem Exterieur entsprechende natürliche Selbsthaltung. Die drei Grundgangarten Walk, Jog und Lope. Der korrekte Walk ist eine natürliche Gangart im Viertakt ohne Schwebephase. Das Pferd zeigt eine seinem Exterieur angemessene Schrittlänge. Der korrekte Jog ist eine natürliche Gangart im Zweitakt. Die Beinpaare bewegen sich diagonal ohne Schwebephase dazwischen. Die Bewegungen sind rhythmisch, weich und leicht federnd. Beim korrekten Extended Jog werden die Tritte moderat rhythmisch verlängert. Der korrekte Lope ist eine natürliche Gangart im Dreitakt. Die Pferde zeigen auf der linken Hand den Linksgalopp und auf der rechten Hand entsprechend den Rechtsgalopp. Die Bewegungen sind rhythmisch, weich und leicht federnd. Jede korrekte Gangart kann eine höhere Qualität erreichen sowie einen höheren Schwierigkeitsgrad durch Verlängerung der Stützbeinphase, ohne dabei an Korrektheit oder Qualität zu verlieren. So kann eine Gangart als gut, sehr gut oder ausgezeichnet beschrieben werden. Negative Abweichungen von einer korrekten Gangart können Taktfehler, Verspannungen, Schwunglosigkeit, Schiefe, Vorhandlastigkeit,
mangelnde Dehnungsbereitschaft, Nervosität oder Unwilligkeit des Pferdes sein. Alle Abweichungen von einer korrekten Gangart müssen entsprechend ihres Auftretens als Mangel gewertet werden und in die Bewertung des Richters einfließen. So kann eine Gangart als schlecht, sehr schlecht oder extrem schlecht beschrieben werden. Ausführungsmerkmale. Es gibt positive und negative Ausführungsmerkmale. Positives Ausführungsmerkmal ist der hohe Erfüllungsgrad der Ausbildungsskala. Negative Ausführungsmerkmale sind Fehler bzw. Nichterfüllung der Merkmale der Ausbildungsskala, Umspringen, zum Beispiel Kreuzgalopp, falscher Galopp, steifes Hinterbein mit wenig Aktivität im Sprunggelenk, festgehaltener Rücken mit eingeklemmtem Schweif, dauerhaftes Reiten mit zu tiefer Kopfhaltung des Pferdes, Ohrenspitzen deutlich unterhalb des Widerrists oder mit überspanntem Genick, sodass der Nasenrücken hinter der Senkrechten getragen wird. Kurze, eilige Sprungfolge beim Erweitern. Fehlende Balance, deutliches auf der Vorhand galoppieren. Erheblicher Widerstand gegen die reiterliche Einwirkung, Spannungen, enger Hals und ständiges hinter dem Zügel gehen, offenes Maul und sichtbare Zunge. Starten wir mit den Videos. Als erstes sehen wir eine Jungpferdebasis. Fabian Brause mit Boogie Schickmick im Besitz von Heidi Wissing hat in dieser Disziplin den 5. Platz belegt. Wir sehen nun die Startnummer 566 in der Jungpferdebasis vierjährig, geritten wird Vettern 3. Das erste Manöver beginnt mit Schritt durch die ganze Bahn. Übergang zum Trab bei X, gefolgt von Schlangenlinien in drei Bögen durch die ganze Bahn. Das Pferd zeigt einen klaren Viertakt im Schritt, ist losgelassen und nachgiebig. Der Übergang zum Trab erfolgt willig und punktgenau. Im Trab zeigt das Pferd einen korrekten Zweitakt. Es lässt sich willig lenken, in den Bögen zeigt es Stellung und Biegung. Es bleibt losgelassen, die Aktivität der Hinterbeine ist rechts besser als links. Das Manöver ist gut angelegt. Hierfür bekommt die Pferd-Reiter-Kombination die Wertnote 8. Manöver soll das Pferd die Tritte verlängern und vor der Ecke zurück zum Trab kommen. Das Pferd zeigt eine korrekte Tritt- bzw. Rahmenerweiterung, ist taktrein, losgelassen, nachgiebig und zeigt in der Trabverstärkung eine deutlich bessere Aktivität der Hinterhand. Das Pferd lässt sich willig in den Trab zurückführen. Dieses Manöver wird mit 7,5 bewertet. Im dritten Manöver werden zwei Zirkel im Linksgalopp sowie Übergang zum Trab mit der kurzen Seite verlangt. Der Übergang zum Galopp erfolgt am vorgegebenen Punkt. Das Pferd galoppiert in einem klaren Dreitakt, losgelassen und nachgiebig bei aktiver Hinterhand. Die Zirkel sind vom Reiter gut angelegt. Das Pferd folgt willig den reiterlichen Hilfen. Der Übergang zum Trab wird gemäß Pattern eingeleitet. Das Pferd lässt sich gut in den Trab zurückführen. Dieses Manöver erhält die Wertnote 8. Nun folgt der Übergang zum Schritt durch die ganze Bahn wechseln, Übergang Trab vor Erreichen des Hufschlages. Der Übergang zum Schritt ist fließend bei gleichbleibender Oberlinie. Auch der Übergang zum Trab ist punktgenau, Takt, Losgelassenheit und Nachgiebigkeit bleiben erhalten. Auch hier kann man den leichten Unterschied in der Aktivität der Hinterbeine rechts zu links beobachten. Für dieses Manöver wird die Wertnote 8 vergeben. Das fünfte Manöver besteht aus zwei Zirkeln im Rechtsgalopp und Übergang zum Trab Mitte kurze Seite. Der Übergang zum Rechtsgalopp erfolgt etwas unwillig. Das Pferd drückt kurzfristig den Rücken weg. Setzt jedoch die reiterlichen Hilfen schnell um und lässt sich in die Nachgiebigkeit zurückführen.
Im Rechtsgalopp muss der Reiter das Pferd zeitweise leicht unterstützen, da es immer wieder etwas an Rhythmus verliert, was zu geringen Abzügen führt. Die Zirkel sind aber gut angelegt und das Manöver korrekt geritten. Das Pferd zeigt einen klaren Dreitakt, tritt jedoch im Rechtsgalopp nicht so gut unter seinen Schwerpunkt wie im Linksgalopp. Das Manöver erhält die Wertnote 7,5. Im letzten Manöver erfolgt an der ersten Pylone der Übergang zum Schritt. Anhalten, eine 540 Grad Hinterhandwendung und rückwärts richten. Der Übergang zum Schritt ist am Punkt und flüssig ausgeführt. Das Pferd lässt sich willig lenken und hält korrekt an. Bei der Einleitung der Hinterhandwendung kreuzt das Pferd zuerst hinter dem rechten Vorderfuß. Während der Drehung verliert es an Balance. Dadurch kommt es zum Wegtreten der Hinterhand. Dies wird zu geringen Abzügen in der Wertnote des Manövers führen. Das Rückwärtsrichten erfolgt willig im Zweitakt und gerade. Für das Manöver wird die Wertnote 7,5 vergeben. Die Grundgangarten des Pferdes sind korrekt ausgeführt. Der Takt ist stets gegeben bei einer ruhigen Oberlinie. Insgesamt könnte das Pferd mehr Last mit der Hinterhand aufnehmen. Der Schritt wird mit der Wertnote 8 bewertet, der Trab und Galopp mit der Wertnote 7,5. Für den Gesamteindruck erhält das Pferd im Hinblick auf die Ausbildungsskala und Interieur für diesen harmonischen Ritt die Wertnote 8. Als nächstes sehen wir Constanze Waber mit TFR Glow & Blue Light. Sie konnte die Jungpferdebasis vierjährig gewinnen. Als nächstes sehen wir in der Jungpferdebasis vierjährig die Startnummer 198. Das erste Manöver beginnt mit Schritt durch die ganze Bahn. Übergang zum Trab bei X, gefolgt von Schlangenlinien in drei Bögen durch die ganze Bahn. Das Pferd zeigt in diesem Manöver einen taktreinen Schritt. Es bewegt sich losgelassen und nachgiebig. Der Übergang zum Trab erfolgt am vorgegebenen Punkt. Auch im Trab bewegt sich das Pferd im Takt, losgelassen und mit guter Nachgiebigkeit. Es folgt willig den reiterlichen Hilfen und lässt sich fein lenken. Stellung und Biegung sind in den Bögen vorhanden. Vor- und Hinterhand folgen auf den geraden als auch den gebogenen Linien einer Spur. Das Pferd ist gerade gerichtet mit aktiver Hinterhand und gleichbleibender Oberlinie. Dieses Manöver wurde mit einer Wertnote von 8 bewertet. Im nächsten Manöver soll das Pferd im Trab seine Tritte verlängern mit Übergang zum Trab vor der Ecke. Das Pferd zeigt eine deutliche und elastische Rahmen- bzw. Trittverlängerung bei guter bis sehr guter Gangqualität. Es lässt sich weich und willig zurückführen. Dieses Manöver erhielt die Wertnote 8,5. Im dritten Manöver werden zwei Zirkel im Linksgalopp sowie Übergang zum Trab mit kurzer Seite verlangt. Der Übergang zum Linksgalopp wird am gewünschten Punkt willig vom Pferd ausgeführt. Im Linksgalopp zeigt das Pferd einen klaren Dreitakt unter Erhalt der Losgelassenheit. Es nimmt die reiterliche Einwirkung willig an, lässt sich mühelos lenken, im Galopp bewegt sich das Pferd gleichmäßig mit aktiver Hinterhand, ist gerade gerichtet und hat eine gute Oberlinie. Der Galopp ist von guter Qualität. Die Galoppzirkel sind gemäß den vorgegebenen Pattern von der Reiterin gut angelegt. Beim Übergang zum Trab hebt sich das Pferd leicht heraus, lässt sich aber prompt und fein mit den Hilfen der Reiterin wieder einrahmen. Insgesamt wurde das Manöver mit 8 bewertet. Nun folgt Übergang zum Schritt durch die ganze Bahn wechseln, Übergang Trab vor Erreichen des Hufschlags. Der Übergang erfolgt punktgenau. Das Pferd lässt sich willig in den Schritt zurückführen. Es zeigt einen guten taktreinen Schritt. Bei diesem Manöver verliert das Pferd etwas Körperspannung. Dies wird in der Manöverbewertung zu geringen Abzügen führen. Der Übergang zum Trab ist fließend. Das Pferd lässt sich von der Reiterin leicht in die gewünschte Nachgiebigkeit zurückführen. Dieses Manöver erreichte eine Wertnote von 7,5 bis 8.
Das fünfte Manöver besteht aus zwei Zirkeln im Rechtsgalopp und Übergang zum Trab, Mitte kurze Seite. Der Übergang zum Rechtsgalopp wird vom Pferd nicht so fein und billig ausgeführt, auch dies wird zu geringen Abzügen in der Wertung führen. Insgesamt jedoch bewegt sich das Pferd auch im Rechtsgalopp in einem klaren Dreitakt, losgelassen und nachgiebig bei aktiver Hinterhand. Es nimmt die Hilfen der Reiterin gut an und lässt sich leicht lenken. Die Zirkel sind von der Reiterin gemäß Pattern gut angelegt. Beim Übergang zum Trab hebt sich das Pferd erneut leicht heraus und verliert etwas Körperspannung, nimmt aber auch hier direkt die Unterstützung der Reiterin an. Dieses Manöver wurde im Durchschnitt mit 8 benotet. Im letzten Manöver erfolgt an der ersten Pylone der Übergang zum Schritt. Anhalten, eine 540 Grad Hinterhandwendung und rückwärts richten. Der Schrittübergang erfolgt fließend am vorgegebenen Punkt. Das Pferd lässt sich leicht abwenden und kommt billig zum Anhalten. Die Reiterin leitet flüssig die Hinterhandwendung ein. Diese wird auf dem stationären inneren Hinterbein bei kreuzenden Vorderbeinen mit recht gutem Rhythmus ausgeführt. Das Rückwärtsrichten erfolgt im erforderlichen Zweitakt jedoch etwas zögerlich, was erneut zu geringen Abzügen führt. Das Manöver wurde im Durchschnitt mit der Wertnote 8 bewertet. Bei der Bewertung der Gänge Schritt, Trab und Galopp wird immer die beste Sequenz der jeweiligen Gangart zugrunde gelegt. Für die Gangart Schritt erhielt das Pferd die Wertnote 8, der qualitätsvolle Trab wurde mit einer Wertnote von 8,5 bewertet. Der Galopp, der auch ebenso von guter Qualität ist, erhält die Wertnote 8. Das Pferd zeigt sich bereits gut ausbalanciert, ist elastisch mit guter Stützbeinphase. Ein harmonischer Ritt, der sowohl eine gute Entwicklung der Ausbildungsskala als auch ein gutes Interieur widerspiegelt. Der Gesamteindruck wurde im Durchschnitt mit einer Wertnote von 8,5 belohnt. Jetzt sehen wir Isabel Schertl mit Royal Ship Foxy im Besitz von Diana Ruthardt. Sie konnten den 10. Platz im Jungpferdetrail der 5-Jährigen erreiten. Im ersten Manöver zeigt uns das Pferd Schritt, Trab und Trabstangen. Es geht in einem korrekten Schritt mit einem klaren Viertakt. Trab willig an und bewältigt die Trabstangen sauber, ohne sie zu berühren und ohne den Takt zu verlieren. Dieses Manöver wurde mit 7,5 bis 8 bewertet. Für das zweite Manöver galoppiert sie am dafür vorgesehenen Punkt an. Es reagiert weich auf die Hilfen der Reiterin. Im Galopp könnte das Pferd noch weiter unter den Schwerpunkt treten und somit leichter in der Schulter sein. Die nach den 1,5 Galoppzirkel folgenden Trabstangen wurden korrekt geritten. Auch dieses Manöver wurde mit 7,5 bis 8 bewertet. Das nächste Manöver ist das Tor, welches gut angeritten wird. Auch das Öffnen und Durchreiten des Tores erfolgt flüssig. Lediglich beim Schließen muss die Reiterin ihrem Pferd etwas mehr helfen, was zu leichten Punktabzügen führt. Im Schnitt wurde das Manöver mit 7,5 bewertet. Manöver 4, die Schrittstangen und die 360-Grad-Drehung in der Box, wird sauber und aufmerksam ausgeführt. In der Box könnte das Pferd besser auf den Schenkel reagieren. Auch hier wurde im Schnitt eine 7,5 vergeben. Als nächstes Manöver folgt das Rückwärts in die Gasse.
Hier reagiert das Pferd etwas zögerlich und braucht noch Unterstützung über den Zügel. Dadurch fällt es dem Pferd schwer, Last in der Hinterhand aufzunehmen und sauber um die Kurve zu gehen und berührt die Stange. Dies führt zu Abzügen. Beim Verlassen der Gasse und beim Übergang zum Trab ist das Pferd wieder weich an den Hilfen. Somit wurde das Manöver mit 6,5 bis 7 bewertet. Die darauffolgenden 1¼ Galoppzirkel und die Trabstangen werden sauber geritten. Das Angaloppieren erfolgt prompt, ebenso der Übergang zum Trab. Im Trab zeigt das Pferd eine gute und ruhige Oberlinie und einen klaren Zweitakt. Die Stangen werden fehlerfrei bewältigt. Dieses Manöver wurde mit 7,5 bis 8 bewertet. Die Grundgangarten des Pferdes sind korrekt ausgeführt. Der Takt stets gegeben bei einer ruhigen Oberlinie. Insgesamt könnte das Pferd mehr Last auf die Hinterhand bringen und eine längere Stützbeinphase zeigen. Alle Gangarten wurden mit 7 bis 7,5 bewertet. Für den Gesamteindruck wurde unter Berücksichtigung der Ausbildungsskala und dem guten Interieur sowie der korrekt gezeigten Gangarten 7,5 bis 8 vergeben. Als nächstes sehen wir Jennifer Birke mit Amazingly Blues. Sie konnten den ersten Platz im Jungpferdetrail der Vierjährigen erzielen. Das Pferd zeigt einen guten Schritt im gleichmäßigen Viertakt. Es fußt raumgreifend bei einer ruhigen Oberlinie. Der Übergang zum Trab erfolgt weich. Im Trab zeigt das Pferd eine aktive Hinterhand. Der Zweitakt bleibt erhalten. Es hat noch leichte Probleme, die Körperspannung zu halten, lässt sich aber gut von der Reiterin helfen. Das Manöver wurde korrekt ausgeführt und wurde im Durchschnitt mit einer 8 bewertet. Im zweiten Manöver werden 1½ Galoppzirkel gezeigt, sowie zwei Trabstangen. Das Pferd galoppiert willig an, zeigt einen klaren Dreitakt, während die Hinterhand gut untertritt. Die Zirkel sind korrekt geritten. Beim Übergang zum Trab verliert das Pferd etwas Körperspannung, bewältigt die Trabstangen aber korrekt, ohne diese zu berühren oder den Takt zu verlieren. Im Schnitt wurde dieses Manöver mit der Wertnote 8 bewertet. Das dritte Manöver ist das Tor. Das Pferd trabt aufmerksam auf das Hindernis zu und lässt sich mit wenig Hilfen flüssig durch das Tor reiten, was im Schnitt mit einer 8 bewertet wurde. Als nächstes folgen Schrittstangen und eine 360-Grad-Drehung in der Box. Auch hier zeigt das Pferd wieder eine sehr gute Ausführung, indem es gleichmäßig in einer guten Selbsthaltung über die Stangen geht, ohne diese zu berühren. Die Drehung erfolgt prompt und ohne Verzögerung. Insgesamt ein sehr gutes Manöver, welches mit 8 bis 9 bewertet wurde. Im fünften Manöver folgt das Backup. Das Pferd reagiert sehr fein auf die Hilfen, zeigt ein gutes Rückwärts im Zweitakt, lässt sich bereitwillig um die Kurve reiten und tritt mit der Hinterhand gut unter. Es geht gerade aus dem Hindernis und trabt weich auf den Punkt an. Dieses Manöver wurde mit 8 bis 9 bewertet. Das letzte Manöver besteht aus 1¼ Zirkel im Rechtsgalopp, Trabstangen und Anhalten aus dem Trab. Auch hier sehen wir ein sehr gut ausgeführtes Manöver, in dem das Pferd willig angaloppiert, die Zirkel sauber galoppiert und am vorgeschriebenen Punkt zum Trab zurückkommt.
Durch den gleichbleibend sauberen Takt im Trab kann das Pferd die Trabstangen fehlerfrei bewältigen. Hierfür gab es die Wertnote zwischen 8 und 9. Insgesamt sehen wir hier ein Pferd mit sehr guten Grundgangarten. Es hat in jeder Gangart einen sauberen Takt, tritt gut unter und ist gerade gerichtet. Der Schritt und der Trab wurden mit 8 bis 8,5 und der Galopp im Schnitt mit 8 bewertet, wobei sich das Pferd im Linksgalopp bereits besser ausbalanciert. Der Gesamteindruck wurde mit 8 bis 9 bewertet, aufgrund der guten Gangqualität, der Willigkeit des Pferdes und unter Berücksichtigung der Ausbildungsskala. In den letzten beiden Videos sehen wir die Jungpferde Reining der 5-Jährigen. Den Anfang machte Elias Ernst mit Sweeten Schein im Besitz von Alexandra Burbach. Die Pferd-Reiter-Kombination konnte den 4. Platz in der Jungpferde Reining der 5-Jährigen erzielen. Im nächsten Video sehen wir die Startnummer 604 in der Jungpferde Reining. Im ersten Manöver trabt das Pferd durch die Länge der Bahn, anschließend einen halben Zirkel rechter Hand. Es zeigt einen Zweitakt, ist losgelassen und nachgiebig, zeigt Stellung und Biegung auf der Zirkellinie. Die Zügel stehen etwas an, das Pferd kommt manchmal hinter die Seckenkrechte. Untertritt ist gleich Austritt. Die Hinterhand könnte etwas mehr Aktivität zeigen, was zu einem geringen Abzug führen kann. Insgesamt eine gute Vorstellung. Es gibt die Wertnote 7,5 bis 8. Bei X wird korrekt rechts angaloppiert. Die Vorhand hebt sich etwas heraus. Auf dem großen Zirkel legt es etwas im Tempo zu. Im kleinen Zirkel lässt sich willig das Tempo reduzieren. Es gibt einen kleinen Taktverlust. Biegung und Stellung sind da. Der Übergang zum Schritt erfolgt unter Zügeleinwirkung über eine längere Trabpassage. Die Hinterhand nimmt wenig Last auf, tritt nur wenig unter. Dieser Übergang führt zu Abzügen in der Wertnote. Der Schritt ist korrekt, das Anhalten punktgenau, das Pattern gut ausgeführt, Wertnote 7 bis 7,5. Auf die Hilfe dreht das Pferd willig an, steht stationär auf dem inneren Hinterbein, findet sich ganz gut in den Takt. Durch die Zügel ist es leicht nach innen gebogen, hält korrekt nach 4 Spins an, die Geschwindigkeit im Turn ist angemessen, Wertnote 7,5 bis 8,5. Nach kurzer Schrittpassage galoppiert das Pferd korrekt rechts an. Auf dem Rundown legt es gut an Tempo zu, zeigt einen guten Aufbau. Zum Stoppen tritt die Hinterhand gut unter. Der Zügel unterstützt leicht das Anhalten. Die Vorhand läuft gut mit. Der Rollback wird nicht ganz mit 180 Grad ausgeführt, daraus wird korrekt angaloppiert. Insgesamt eine gute Ausführung mit einer Wertnote von 7,5 bis 8. Der große Zirkel links ist korrekt mit angemessenem Tempo und leicht anstehendem Zügel. Das Pferd zeigt sich willig an den Hilfen, braucht noch die Unterstützung vom Reiter. Im kleinen Zirkel wird das Tempo etwas verlangsamt mit etwas Zügeleinwirkung. Der Übergang vom Galopp in den Schritt ist punktgenau. Das Pferd zeigt ein gutes Maß an Losgelassenheit und schaltet im Schritt gut ab. Hält punktgenau an. Wertnote 7,5 bis 8. Auf die Hilfe dreht es sofort an, kreuzt den ersten Tritt hinter dem linken Vorderbein, balanciert sich dann auf der Hinterhand gut aus, bleibt mit der Hinterhand stationär. Tempo ist gut. Über den inneren Zügel ist es etwas gebogen. Anhalten erfolgt punktgenau nach dem 4. Spin. Insgesamt eine gute Vorstellung. Hier gibt es die Wertnote 7,5 bis 8,5.
Nach kurzer Schrittpassage galoppiert das Pferd korrekt links an, baut mit dem Rundown gut Tempo auf, beim Stopp mit leichter Zügelhilfe wird die Hinterhand tief untergesetzt, die Vorhand läuft locker aus der Schulter mit. Aus einem gut aufgeführten Rollback mit 180 Grad wird korrekt rausgaloppiert, Wertnote 8 bis 8,5. Der Übergang zum Trab ist punktgenau, mühelos. Untertritt und Lastaufnahme auf der Hinterhand ist im Übergang gut. Der Trab auf der Diagonalen ist locker und raumgreifend. Das Anhalten ist korrekt. Rückwärts ist gerade und flüssig. Wertnote 8 bis 8,5. Im Rechtsgalopp ist der Takt gegeben, er ist raumgreifend, die Hinterhand tritt gut unter und nimmt Last auf. Die Vorhand zeigt etwas Knieaktion, Bewertung 7,5 bis 8. Im Linksgalopp ist der Takt gegeben, er ist raumgreifend, die Vorhand zeigt etwas Knieaktion. Austritt ist gleich Untertritt. Die Lastaufnahme der Hinterhand ist noch nicht so gut gegeben, was zu einer Bewertung von 7 bis 8 führt. Das Pferd erfüllt die unteren Punkte der Ausbildungsskala mit Takt, Losgelassenheit und Nachgiebigkeit gut. Die aktiv untertretende Hinterhand mit Lastaufnahme ist in den Übergängen noch nicht immer gegeben. Es zeigt eine gute Ausführung der Manöver und nimmt die Hilfen willig an. Insgesamt macht es vom Interieur einen guten Gesamteindruck als Trainingpferd und bringt das erforderliche Talent mit. Gesamtbewertung 8 bis 8,5. Als letztes sehen wir Eva Maria Obermeier mit GP Riffraff. Die beiden konnten die Jungpferde-Reining der 5-Jährigen auf der German Open 2019 gewinnen. Hier sehen wir den Ritt der Startnummer 439 in der Jungpferde-Reining. Geritten wird Pattern 3. Das Pferd trabt mit guter Vorwärtsbewegung, aktiver Hinterhand am losen Zügel durch die Länge der Bahn. Es zeigt einen guten Zweitakt. Viel Untertritt, läuft entspannt mit ruhiger Oberlinie im Spannungsbogen, lässt sich gut stellen und biegen auf der Zepplinie. Zeigt eine gute Ausführung mit der Wertnote 7,5 bis 8,5. Der Angalopp erfolgt mühelos mit gutem Untertritt der Hinterhand. Es bewegt sich mühelos im Takt, zeigt einen guten Galopp mit viel Raumgriff. Der große Zirkel wird in gut erkennbarem, schnellem Tempo geritten. Übergang zum kleinen Zirkel ist korrekt. Ein Tempounterschied ist gut erkennbar. Stellung und Biegung sind vorhanden. Der Übergang zum Schritt erfolgt über zwei Trabtritte, aber punktgenau. Der Schritt ist raumgreifend, die Hinterhand tritt gut unter, das Anhalten ist korrekt und ohne Widerstand. Wertnote 8 bis 8,5. Bewertung für den Rechtsgalopp mit gutem Untertritt und Lastaufnahme, Wertnote 8. Auf Hilfengebung erfolgt sofort das Andrehen nach rechts. Der Spin ist die ganze Zeit auf dem Pivotfuß. Das Pferd ist gerade und sehr gut ausbalanciert. Die Geschwindigkeit ist gut und wird gegen Ende noch schneller. Korrektes Anhalten nach 4 Spins, Wertnote 7,5 bis 8,5. Nach kurzer Schrittpassage folgt ein korrektes Angaloppieren. Der Rundown ist gut aufgebaut, legt an Tempo zu. Das Pferd stoppt tief mit der Hinterhand rein, läuft frei aus der Schulter mit. Gegen Ende wird etwas Zügel eingesetzt. Der Rollback erfolgt korrekt und es galoppiert sofort links an, Wertnote 7,5 bis 8. Auf dem großen Linkszirkel wird wieder eine höhere Geschwindigkeit aufgenommen. Zügel sind lose, Tempounterschied zum kleinen Zirkel ist gut erkennbar. Dreitakt wird auch im kleinen Zirkel gut gehalten. Gute Stellung und Biegung. Der Übergang zum Schritt erfolgt am Punkt über eine etwas hineinslidende Hinterhand, aber ohne Gangartunterbrechung. Schritt und Anhalten sind gut. Das Pferd zeigt ein hohes Maß an Losgelassenheit und lässt sich gut aus dem Galopp abschalten. Wertnote 8 bis 8,5. Der Linksgalopp zeigt eine weit untertretende Hinterhand mit guter Lastaufnahme. Gut ausbalanciert, scheinbar mühelos mit der Bewertung von 8.
Das Pferd dreht nach Aufforderung korrekt an, steht sofort und sehr gut auf dem Pivotfuß. Legt gut an Geschwindigkeit zu, ist gerade, läuft im Takt, ein sehr schöner Spin. Vor dem Anhalten ein kleiner Balanceverlust, aber dennoch ein überdurchschnittlicher Spin mit der Wertnote von 8 bis 9. Der Angalopp erfolgt im Schritt. Im Randdown sehen wir einen guten Tempoaufbau, im Stopp tritt die Hinterhand gut unter. Die Schulter ist etwas fest und die Vorhand läuft nicht so gut mit. Zum Ende des Stopps hebt sich die Vorhand etwas heraus. Der Rollback ist gut. Das Pferd galoppiert direkt aus dem Rollback korrekt an. Wertnote 7,5 bis 8. Der Galopp ist gleichmäßig mit gutem Untertritt. Der Übergang zum Trab ist punktgenau und ohne viel Einwirkung. Auf der Diagonalen wird ein schwungvoller, elastischer Trab mit guter Vorwärtsbewegung gezeigt. Gutes Anhalten, flüssiges und gerades Rückwärts. Sehr willig an den Hilfen. Wertnote 8 bis 8,5. Bewertung anhand der Ausbildungsskala. Takt ist gegeben. Das Pferd ist losgelassen, nachgiebig, tritt mit aktiver Hinterhand unter seinen Schwerpunkt, zeigt eine gute Lastaufnahme, ist gerade gerichtet und gut durchlässig. Das Pferd zeigt ein gutes Maß an Rittigkeit und viel Talent für ein Reining-Pferd. Gesamtbewertung von 8 bis 9.